Ich bin der älteste Schakal weit und breit. Ich bin glücklich, dich noch hier begrüßen zu können. Ich hatte schon die Hoffnung fast aufgegeben, denn wir warten unendlich lange auf dich. Meine Mutter hat gewartet und ihre Mutter und weiter alle ihre Mütter. Bis hinauf zur Mutter aller Schakale. Glaube es. Das wundert mich sehr. Zu hören nur zufällig komme ich aus dem hohen Norden und bin auf einer kurzen Reise begriffen. Was wollt ihr denn, Schakale? Wir wissen, dass du vom Norden kommst. Darauf eben baut sich unsere Hoffnung. Dort ist der Verstand, der hier unter den Arabern nicht zu finden ist, aus diesem kalten Hochmut, weißt du, ist kein Funken Verstand zu schlagen. Sie töten Tiere, um sie zu fressen. Und Aas missachten sie. Rede nicht so laut, es schlafen Araber in der Nähe. Du bist wirklich ein Fremder. Sonst wüsstest du, dass noch niemals in der Weltgeschichte ein Schakal einen Araber gefürchtet hat. Fürchten sollten wir sie, ist es nicht Unglück genug, dass wir unter solches Volk verstoßen sind? Mag sein, ich maße mir kein Urteil an. In Dingen, die mir so fern liegen, es scheint ein sehr alter Streit, liegt also wohl im Blut. Wird also vielleicht erst mit dem Blute enden. Du bist sehr klug, du bist sehr klug. Das, was du sagst, entspricht unserer alten Lehre. Wir nehmen ihnen. Also, ihr Blut und der Streit ist zu Ende. Oh, sie werden sich wehren, sie werden mit ihren Flinten euch rudelweise niederschießen. Du missverstehst uns nach Menschenart, die sich also auch im hohen Norden nicht verliert. Wir werden sie doch nicht töten, so viel Wasser hätte der Nil nicht, um uns reinzuwaschen. Wir laufen doch schon vor dem bloßen Anblick ihres lebenden Leibes weg in reinere Luft in die Wüste, die deshalb unsere Heimat ist. Was beabsichtigt ihr also zu tun? Sie halten deine Schleppe. Eine Ehrbezeugung. Sie sollen mich loslassen. Sie werden es natürlich, wenn du es verlangst. Es dauert aber ein Weilchen. Denn sie haben nach der Sitte tief sich eingebissen und müssen erst langsam die Gebisse voneinander lösen. Inzwischen höre unsere Bitte. Euer Verhalten hat mich dafür nicht sehr empfänglich gemacht. Lass uns unser Ungeschick nicht entgelten. Wir sind arme Tiere, wir haben nur das Gebiss für alles, was wir tun wollen, das Gute und das Schlechte. Bleibt uns einzig das Gebiss. Was willst du also? Herr, Herr, du sollst den Streit beenden, dir die Welt entzweit. So wie du bist, haben unsere Alten den beschrieben, der es tun wird. Frieden müssen wir haben von den Arabern. Atembare Luft. Gereinigt von ihnen den Ausblick rund am Horizont. Kein Klagegeschrei eines Hammels, den der Araber absticht. Ruhig soll alles Getier krepieren.
Ungestört soll es von uns leer getrunken und bis auf die Knochen gereinigt werden. Reinheit, nichts als Reinheit wollen wir. Wie erträgst nur du es in dieser Welt, du edles Herz und süßes Eingeweide? Schmutz ist ihr weiß, Schmutz ist ihr schwarz. Ein Grauen ist ihr Bart. Speien muss man beim Anblick ihrer Augenwinkel. Und heben sie den Arm, tut sich in der Achselhöhle die Hölle auf. Darum, o Herr, darum, o teurer Herr, mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände. Mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände schneide ihnen mit dieser Schere die Hälse durch. Also endlich die Schere und damit Schluss. So hast du, Herr Haug, dieses Schauspiel gesehen und gehört. Du weißt also, was die Tiere wollen. Natürlich, Herr, das ist doch allbekannt. Solange es Araber gibt, wandert diese Schere durch die Wüste. Und wird mit uns wandern bis ans Ende der Tage. Jedem Europäer wird sie angeboten. Zu dem großen Werk jeder Europäer ist gerade derjenige, welcher ihnen berufen scheint. Eine unsinnige Hoffnung haben diese Tiere Narren. Wahre Narren sind sie, wir lieben sie deshalb. Es sind unsere Hunde, schöner als die eurigen. Gesehen hast du sie, wunderbare Tiere, nicht wahr? Und wie sie uns hassen.